Ich bin die Sonja Sabo und ich bin beim BRK Kitzingen hauptamtlich angestellt. Ich bin Rettungssanitäterin geworden, weil der Beruf sehr viel Abwechslung mit sich bringt, und ich einfach gern Menschen helfen will. Was mich am meisten im Einsatz ärgert, ist, wenn die Menschen nicht so kooperativ sind bzw. unfreundlich werden, weil wir wollen ihnen im Endeffekt nur helfen und das Beste für sie machen. Die Bürger können uns unterstützen, indem sie schnellstmöglichst den Weg freimachen, damit wir zum Einsatzort kommen. Die größte Gefahr im Einsatz ist zum Beispiel, wenn der CO-Warner bei uns angeht. Das heißt, die Priorität liegt erstmal darin, auf Eigenschutz zu achten und den Patienten, sag ich mal, erstmal dann zu versorgen, wenn der Eigenschutz für uns gesichert ist. Die schönsten Momente im Rettungsdienst sind, wenn man zum Beispiel einen Einsatz hatte, wo man nicht weiß, ob der Patient es überlebt oder nicht. Und man im Nachhinein dann doch erfährt, dass er es überlebt hat und man sein Bestes gegeben hat, um dem Patienten sein Leben zu retten.